Als Anbieterunternehmen ist man auf einem Markt selten alleine und muss sich entsprechend behaupten. Der Ökonom Michael Porter hat hierzu drei grundlegende Wettbewerbsstrategien identifiziert. Diese stellen wir Ihnen nun vor. Das ist Lisa. Lisa ist gern und daher oft in der Stadtmitte. Heute hat sie etwas Zeit, setzt sich in ein Café und schaut sich die umliegenden Geschäfte genauer an. Auf der linken Seite fällt ihr ein Modegeschäft ins Auge, das mit günstigen Preisen lockt, während auf der rechten Seite ein neuer Klamottenladen aufgemacht hat, der mit fair gehandelter Ware und Kleidung aus Biostoffen wirbt. Lisa fragt sich, warum bewerben die Geschäfte ihre Artikel mit unterschiedlichem Fokus? Dahinter stecken grundlegende Wettbewerbsstrategien, die sogenannten Basisstrategien nach Porter. Die ausgewählte Basisstrategie gibt das strategische Ziel des Unternehmens vor. Entsprechend richten Unternehmen ihr Vorgehen am Markt, also ihr Verhalten im Vergleich zum Wettbewerb aus und erhoffen sich auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Auf einem Markt, beispielsweise für Laptops, konkurrieren die Anbieter um die Gunst der Kunden. Mancher versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, indem er das strategische Ziel verfolgt, eine bessere Leistung zu erbringen als die Konkurrenz, durch höhere Nutzenstiftung bzw. eine bessere Qualität. Diese Basisstrategie nennt man Differenzierungsstrategie. Andere senken hingegen drastisch ihre Kosten und geben diesen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz über niedrige Preise an ihre Kunden weiter. Diese Basisstrategie wird Strategie der Kostenführerschaft genannt. Und wieder andere Anbieter bieten Produkte an, die speziell auf einen Teil des Marktes, also eine Nische, zugeschnitten sind, wie zum Beispiel Produkte extra für Kinder. Sie verfolgen die Strategie der Fokussierung, auch Nischenstrategie genannt. Die Basisstrategie richtet ein Unternehmen entsprechend an zwei Entscheidungen aus. Erstens, wird ein Leistungs- oder ein Kostenvorteil angestrebt? Und zweitens, richtet sich das Angebot an den gesamten Markt, einzelne Segmente oder nur einen Teilmarkt? Um die Differenzierungsstrategie erfolgreich zu verfolgen, muss ein Unternehmen hinsichtlich seiner Marketingaktivitäten gut aufgestellt sein. Es muss innovativ und kreativ arbeiten, um sich immer wieder vom Wettbewerb abzuheben, dabei höchste Qualität bieten und einen guten Ruf bei den Kunden aufbauen. Der erzielte Wettbewerbsvorteil beruht darauf, dass die Kunden einen höheren Nutzen in der Leistung wahrnehmen. Eine Kostenführerschaft erreicht man hingegen mit entsprechendem Kapital und Investitionen in neue, kostengünstigere Verfahren, einem stichhaltigen Controlling und kostengünstigem Vertrieb. Der Wettbewerbsvorteil des Anbieters basiert auf seiner Fähigkeit, eine gleichwertige Lösung wie der Wettbewerb zu niedrigeren Kosten anzubieten. Die Strategie der Fokussierung beruht auf einer Kombination der genannten Maßnahmen, wobei man sich auf das spezielle Zielobjekt konzentriert und sich einen Wettbewerbsvorteil durch die Befriedigung ganz spezieller Bedürfnisse verschafft. Nun weiß Lisa, das Modegeschäft zu ihrer Linken verfolgt die Strategie der Kostenführerschaft, während das Modegeschäft zu ihrer Rechten sich auf eine Nische spezialisiert hat. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute.